Beispiel von Creative Commons, die Explosion der Pop-Art gerannt hat. Wir müssen sich wirklich vergegenwärtigen. Das ist 1956 und es gab ganz, ganz viele Beiträge. Das war Sismus Nummer 12 Beiträge, das ist die Nummer 2 gewesen. Aber es ist das mit Luke und Rick das berühmteste geworden, weil der Mann hat eben, wie Sie hier stehen, das eingelöst. Look, Listen, Feel, Smell, Things and Things, ganz viele Fragezeichen. Es ging wirklich darum, alles aufzubrechen. Es ging eigentlich die Wahrnehmung zu präsentieren. Da ist natürlich ein Grundmaßen Duchamp im Spiel mit dem Rotorelief. Da ist aber auch deshalb vor dem Abenteuerfilm, da ist Werbung. Die Filme sollen sich jeden Abend an fantastischen Wirkungen hören. Wenn es dann alles gibt von Säulen, oder drunter ist dann der Erdbeeren. Dann haben Sie Collagen, wie Sie das Filmpanorama.